Hallo liebe Modefreunde, herzlich willkommen zur Pilotfolge von Modegeflüster, der Modepodcast. Ich habe ein Problem, das bestimmt viele von euch kennen. Ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ja, ich habe das Gefühl, mein Kleiderschrank ist nicht so richtig gut sortiert, auch wenn ich nicht genau sagen kann, warum und inwiefern. Ja, ich habe nicht wirklich Ahnung von Mode und Bekleidung und bin auch vermutlich nicht besonders gut angezogen. Das fällt mir selber auf und das möchte ich gerne ändern. Ich möchte euch einladen auf eine Reise, auf einen Weg hin zu einer besseren Kleidung, sich bewusster anzuziehen und um den persönlichen Stil zu finden. Und das möchte ich nicht nur bei mir, sondern auch bei euch, dass ihr auf diese Reise mitgehen könnt. Ich möchte, dass die Leute bei mir sagen und auch bei euch, was du anhast, das sieht gut aus. Ich möchte mich gerne im Spiegel sehen und ich habe vor allem auch keine Lust mehr auf diese Unzufriedenheit und auf dieses Stressgefühl beim Anblick meines Kleiderschranks. Meine Überzeugung ist es, dass ein Mensch fast alles lernen kann. Und der erste Weg zum besseren Geschmack und zu besserer Kleidung geht über Wissen. Was passt zusammen, worauf muss ich achten und welche Konzepte gibt es gegen diese Unzufriedenheit und diesen Stress? Dazu gibt es natürlich ganz viele Bücher und YouTube-Videos. Der Modemarkt ist ja wahrscheinlich mit Informationen übersättigt, aber ich mag dieses Medium Podcast einfach sehr gerne. Podcasts sind intim, sie gehen direkt ins Ohr und man kann sie eben auch bei Gelegenheiten hören, wie beim Autofahren, in der Badewanne, beim Kochen, Bügeln, egal was, wo man eben kein Video anschauen kann. Und dadurch werden sie zum idealen Alltagsbegleiter. Ich höre auch selber Podcasts und ja, zu fast allen Dingen gibt es Podcasts, aber welche mit Bekleidungstipps, ich habe jedenfalls bisher nicht so richtig gefunden und daher beschlossen, selber einzumachen, auch wenn ich ausdrücklich betonen möchte, dass ich dafür ja nicht besonders qualifiziert bin, zumindest habe ich bisher beruflich nichts mit Mode gemacht. Und ich möchte auch noch eine andere Sache betonen, der Podcast richtet sich an Männer, an Frauen, auch an diverse, jung, alt, also frei nach dem Motto Mode für alle. Der Nachteil, dass ich diesen Podcast mache, ist natürlich, ich habe nicht selber viel Ahnung von dem Thema, das will ich nicht verhehlen, aber es gibt auch einen Vorteil dabei, nämlich ich spreche keine Fachsprache, ich setze kein Vorwissen voraus, das heißt, jeder kann definitiv folgen und die Mission ist eben, dass ihr zukünftig besser wisst, was ihr anziehen sollt und dass wir gemeinsam auf diese Reise gehen und uns dieses Wissen aneignen. Ich verspreche euch, wenn ihr alle Folgen hört, bei der 100. Folge wisst ihr Bescheid, kauft bewusster, kleidet euch bewusster und habt einen besseren Stil. Ja, wie soll das nun aussehen, das konkrete Konzept? Ich möchte im Internet recherchieren über ein bestimmtes Thema. Ich bereite mich also gründlich vor und was ich gelernt habe, das erzähle ich hier. Kann natürlich sein, dass das mit Lücken behaftet ist, aber sukzessive werde ich mir da bestimmt ein Wissen aufbauen. Wir werden uns gemeinsam eins aufbauen und dann kann man auch das immer wieder ergänzen. Später mache ich vielleicht auch mal Interviews, aber ich möchte erstmal klein anfangen. Ja, ein Podcast kann natürlich nicht in Bildern sprechen. Deswegen wird dieser Podcast auch begleitet von einer Facebook-Gruppe. Die findet ihr unter dem Namen Modegeflüster. Ja, und in dieser Facebook-Gruppe poste ich dann Bilder zu den entsprechenden Artikeln. Also sucht bei Facebook danach, tretet bei und dann seid ihr von beiden Seiten Audio und Bilder versorgt. Wenn ihr Themenwünsche habt, worüber ich gerne mal sprechen soll, dann schreibt mir eine E-Mail an modegeflüster@gmail.com. Das war schon die Vorstellung des Konzepts, sozusagen meine Folge 0. Die erste inhaltliche Folge kommt dann in Kürze separat. So viel kann ich schon verraten, da geht es um ein Konzept gegen den Stress im Kleiderschrank bzw. beim Anblick des eigenen Kleiderschrankes und es geht nicht nur um die Psychologie, sondern auch um ein konkretes Konzept, also wie kann ich meinen Kleiderschrank strukturieren und ja, ich verrate auch schon mal, wie das Konzept heißt und zwar Capsule Wardrobe. Bis dann, euer Modeflüsterer.